Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen die Vorstellungskraft zu Alternativen zum heutigen Privateigentum stärken. Mit Sabine Nuss. Ihr habt ja jetzt schon mitgekriegt, dass ich dieses Enteignungsbuch geschrieben habe. Das ist 2019 erschienen, also keine Enteignung ist auch keine Lösung. Und ich möchte ganz kurz einsteigen in meinen Vortrag, in dem ich euch erzähle, was der Auslöser und der Anlass dieses Buchs war, mit dem dann doch für manche Menschen etwas provokanten Titel. Ich habe im Jahr 2006 meine Dissertation rausgebracht, beziehungsweise ein Verlag hat sie rausgebracht, und in dieser Dissertation habe ich auch schon über Eigentum promoviert. Und zwar hat mich damals die Frage interessiert, ob die seinerzeit entstandene freie Software, also Stichwort Linux, ne, sagt vielleicht einigen was, tatsächlich, wie das damals in einigen Kreisen diskutiert wurde, das Eigentum in Frage stellt. Also es gab damals so eine Debatte, dass diese freie Software und diese alternativen Lizenzen das bürgerliche Eigentum in Frage stellen. Das war von den einen eher von den linksorientierten Kommentatorinnen in positiver Erwartung formuliert und von den anderen, die mehr oder weniger davon leben, dass sie Umsätze machen mit geistig-kreativer Schöpfung wie Musik oder eben auch Software, war es eher eine Befürchtung, dass das bürgerliche Eigentum möglicherweise hinterfragt wird durch diese Bewegung, durch diese Entwicklung im Internet. Dadurch, dass geistig-kreative Schöpfung in jener Zeit durch die Digitalisierung erstmals, und das ist meines Erachtens die eigentliche Revolution gewesen in der informationstechnologischen Entwicklung, erstmals in der Lage war, etwas zu reproduzieren, geistig-kreative Schöpfung, also Musik oder Gedichte oder was weiß ich, ohne Qualitätsverlust. Also wir konnten früher Kassetten überspielen, das hat immer gerauscht, ja, aber wenn wir jetzt ein Musikstück, was digital vorliegt, kopieren, ist es ohne Qualitätsverlust. Das bedeutet eine enorme Produktivitätssteigerung. Und das ist natürlich, wie ich das damals, das war damals mehr oder weniger meine Fragestellung, was macht jetzt, wie reagiert jetzt die Industrie auf diese Entwicklung? Und wir wissen alle heute, was damals auch das Ergebnis meiner Dissertation war, es wird eingehegt werden, es wird eine Kommodifizierung stattfinden. Und das hat relativ schnell auch stattgefunden. Es gab damals eine Kampagne, die hieß, jetzt weiß ich die Formulierung nicht mehr, aber es wurde damit geworben, dass man Kopien genauso als Ware und dem einen Preis gibt und so behandeln soll wie alles andere, damit eben diese digitalen Güter kapitalistisch verwertbar werden. Und genau das ist passiert. Heute kaufen wir unsere Musik über Streaming-Portale, Spotify, iTunes und so weiter. Das heißt, wir haben das schon wieder vergessen, dass ein nicht knappes Gut knapp gemacht werden musste, damit es der Verwertung dienen kann. Ich habe dann nach ein paar Jahren ist diese Dissertation vergriffen gewesen und mein Verleger hat damals mit mir zusammen überlegt, was wir machen, ob wir sie jetzt einfach nochmal nachdrucken, und ich habe da gedacht, ach nö, erstes Mal hat sich genau in dieser Sphäre empirisch unglaublich viel natürlich verändert. Und ich hatte jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, da nochmal die ganze Arbeit neu zu schreiben. Und außerdem, wer liest schon Doktorarbeiten, ja? Also der Leserkreis, Leserinnenkreis ist da jetzt sehr beschränkt. Und ich hatte schon irgendwie Lust, ein paar mehr Leute noch zu erreichen. Parallel, zeitgleich zu dieser Überlegung, gab es in Berlin eine stark anwachsende Mieter- und Mieterinnen-Initiative, die demonstriert hat, regelmäßig gegen die steigenden Mieten in Berlin. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Aus dieser MieterInnen-Initiative und aus diesen Kämpfen entwickelte sich eine Kampagne, die jetzt heute bekannt ist unter dem Namen Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und allein schon in diesem Begriff, in diesem Slogan dieser Kampagne enteignen, steckt ja genau das Wort enteignen drin. Ne? Und Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat ein
sehr großen Erfolg aus der Sicht von sozialer Bewegungsforschung nach sich gezogen, weil sie tatsächlich ein Volksbegehren erfolgreich in Gang gesetzt haben, wo die Berlinerinnen und Berliner dafür abgestimmt haben, dass tatsächlich die großen Immobilienkonzerne enteignet werden sollen. Dazu gibt es jetzt ganz viel zu sagen. Ich komme da auch nachher nochmal darauf zurück. Ich will nur sagen, das war dann am Ende der Auslöser, weil durch diese Enteignungsgeschichte in diesem Slogan der Kampagne gab es eine hitzige Debatte über Enteignung. Also diese Kampagne hat Enteignung auf eine Weise wieder zum Thema gemacht, was mich interessiert hat. Weil die Art und Weise, wie über Enteignung diskutiert wurde in Berlin, hat etwas verraten über das zugrunde liegende Eigentumsverständnis. Ja, weil wenn du über Enteignung redest, musst du ein Verständnis von Eigentum haben. Und da hat mich vieles daran geärgert, weil wenn man sich sehr lange mit einem Thema beschäftigt, das kennen wahrscheinlich viele, die sich mit einem Thema lange beschäftigen und dann wird in der Öffentlichkeit auf so eine Weise drüber geredet, dann juckt es einem in den Fingern dazu, auch was beitragen zu wollen. Insofern war dann das Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung, mehr oder weniger die kompensierte und populäre Fassung meiner Dissertation in Teilen, aber bezogen auf die aktuelle Debatte um Enteignung. Und so habe ich das Problem dann gelöst. Jetzt ist dieses Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung 2019 erschienen, als diese ganzen Volksbegehren und so weiter und so fort noch gar nicht zum Abschluss gebracht worden waren. Und seither hat sich auch wieder wahnsinnig viel verändert. Und auch das Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung ist vergriffen seit ein paar Monaten. Und da war auch wieder die Frage vom Verlag, sollen wir das jetzt einfach neu auflegen? Dann habe ich gesagt, nein, es hat sich schon wieder so viel verändert in den letzten 5 Jahren. Der ganze Diskurs hat sich verschoben von Enteignung weg hin zu Vergesellschaftung. Und da sage ich jetzt gleich was dazu. Also habe ich eine Neuauflage geschrieben von dem alten Enteignungsbuch, eine stark überarbeitete, erweiterte Neuauflage, die auch einen neuen Titel hat und die in hoffentlich 6-7 Wochen erscheinen wird. Und die heißt dann nicht mehr Keine Enteignung ist auch keine Lösung, sondern die hat dann den Titel Wessen Freiheit, welche Gleichheit. Diesen Titel habe ich deshalb gewählt, weil mir scheint, dass in der ganzen Diskussion um Eigentum und Enteignung auch die Hürde, warum da so wahnsinnig schwer was zu verändern ist in dieser Eigentumsfrage, hauptsächlich damit zu tun hat, dass wir der Ideologie des Privateigentums vollständig aufgesessen sind. Und zwar wir alle in gewisser Hinsicht. Und darauf komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Der Untertitel ist dann, das ist leider sehr sperrig, aber das ist mir dann auch nichts anderes eingefallen, die Ideologie des Privateigentums und die Notwendigkeit einer anderen Vergesellschaftung. Das wäre jetzt auf einer Folie. Seht ihr, das kann ich auch vorlesen. So. Ich werde jetzt, bevor ich dann tatsächlich in den Vortrag einsteige, einen kleinen Prolog vorwegschicken. Und zwar das, was ich jetzt nur ganz kurz geschildert habe mit der Kampagne in Berlin, da werde ich jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, bevor ich dann einsteige in die eigentumstheoretischen Fragen. Ich muss jetzt hier mal die Moderatornotizen suchen. Hier. Also, ich hatte ja schon erzählt, dass diese Debatte in Berlin zu teilweise unterirdisch auch von neoliberaler oder rechtsliberaler Seite geführt wurde. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, wer Enteignung sagt, muss auch Gulag sagen. Ja, also das ist sozusagen die unterste Schublade gewesen, wie da gekämpft wurde. Ne? Die damalige dann Bürgermeisterin kurzzeitig gewesene Franziska Giffey von der SPD, die hat gesagt, ich habe Enteignung in der DDR erlebt und ich weiß, was das mit Menschen macht und das ist nicht das, was diese Stadt will und in so einer Stadt will ich nicht leben und kurz darauf wurde sie dann Bürgermeisterin. Und was tatsächlich da passiert ist in dieser Zeit, ist, dass die Berlinerinnen so abgestimmt haben, dass der Senat gezwungen war, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil die Mehrheit der Berlinerinnen, und es war wirklich eine überwältigende Mehrheit, dafür gestimmt hat, diese Immobilienkonzerne zu enteignen. Und da ging es tatsächlich um Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin vermieten,
die einzig den Zweck haben, der Rendite der Aktionäre zu dienen und die sozusagen deshalb die Miete erhöht haben, die aber sehr wenig unternommen haben, um die Heizung zu reparieren, um ansprechbar zu sein für die Mieterinnen und so weiter und so fort. Und diese Immobilienkonzerne sollte das betreffen, nicht die kleinen VermieterInnen. Also die Empörung war groß und damals, das habe ich auch bei meinen eigenen Lesungen erlebt, und damals wurde mir, wenn ich zum Beispiel, ich sage mal in der Fläche, also auf dem Land, in den kleineren Ortschaften war, da hieß es immer, also wenn du dein Buch nicht Enteignung genannt hättest, da wären bestimmt mehr Leute gekommen, das ist ja irgendwie total abschreckend und so. Und dann, ich habe immer gedacht, ja, das stimmt. Wenn ich Ihnen dann aber was erklärt habe, was ich euch jetzt auch gleich erkläre, dann haben Sie relativ schnell eingeschwenkt. Also erstens das Gespenst der Enteignung. Enteignung ist in der Verfassung, in der bundesdeutschen Verfassung festgeschrieben, vollständig normal, Artikel 14 Absatz 3. Und Enteignung findet ständig statt. Ich habe jetzt hier in dieser Folie, hätte ich euch jetzt gezeigt, dass es insbesondere die unionsgeführten Bundesländer sind, in denen viel enteignet wird. Und da geht es nämlich um Bundesstraßen, wenn Straßen gebaut werden sollen, oder wenn Dörfer abgebaggert werden sollen. Da werden dann LandeigentümerInnen enteignet. So. Also das ist, da müsste man jetzt sagen, die CDU, die in diesen unionsgeführten Bundesländern für diese Enteignung eintritt, trifft auch alle anderen Parteien übrigens. Das sind jetzt also die auch Gulag sagen sollen. Ne? Also da fragt man sich schon so ein bisschen, mit welchem doppelten Maßstab wird hier eigentlich argumentiert. Und es geht da gar nicht ums Argumentieren. Ne? Das Gespenst der Enteignung ist also relativ schnell entlarvt als ein Verfassungsartikel. Und was ich noch interessanter finde, dass der Enteignungsbegriff in der Öffentlichkeit und in dieser Debatte auch in der Regel unspezifisch benutzt wird. Enteignung ist ein schillernder Begriff, wie auch Kommunismus ein schillernder Begriff ist. Er hat nämlich mehrere Bedeutungen. Und eine Bedeutung ist die, von der ich gerade gesprochen habe, nämlich es ist ein juristischer Sachverhalt. Ja? Also es gibt einen Artikel im Grundgesetz, der die Enteignung ermöglicht. Es ist aber auch im Diskurs ein moralischer Kampfbegriff. Es wird im politischen Handgemenge oft gesagt von allen Seiten, das ist doch Enteignung. Ne? Also zum Beispiel Sarah Wagenknecht hat mal gesagt, dass die Löhne in den letzten Jahren immer mehr gesunken sind. Das sei eine Enteignung der Arbeiterin. So, ja, okay, kann man sagen, stimmt aber nicht. Also es ist keine Enteignung, wenn Löhne abgesenkt werden. Ne? Oder mein Lieblingsökonom Hans-Werner Sinn, der sagt ja immer gerne, dass die Niedrigzinspolitik der EZB eine Enteignung der Sparerin wäre. Nein, das ist halt auch keine Enteignung. Aber es wird benutzt als Kampfbegriff, weil er eben sehr stark ist, dieser Begriff. Also er polarisiert, er emotionalisiert und insofern ist er gut zu benutzen. Und dann gibt es noch eine Bedeutung von Enteignung, die man nicht so in der breiten Öffentlichkeit findet. Das ist die sogenannte soziale Enteignung und die bezieht sich auf einen historischen Moment, nämlich auf die ursprüngliche Akkumulation. Wer bei der letztjährigen Winterschule von Attac da war und zugehört hat, das war da auch schon ein Thema, die ursprüngliche Akkumulation als der Epochenbruch, wie sich Kapitalismus und Privateigentum durchgesetzt hat, durch die Vertreibung vieler, vieler Menschen von ihrem Grund und Boden und von ihrem Land. Und das war auch eine Enteignung. Keine juristische, weil zu der Zeit gab es das bürgerliche Recht nicht, wie wir es jetzt kennen. Ja, aber auch nicht diese empirische, sondern das ist nochmal ein Enteignungsbegriff, der nochmal eine ganz andere Kontextualisierung hat. So, und jetzt muss man sich angucken, die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, welchen dieser Bedeutung benutzt die denn eigentlich? Und viele Medien haben es lange nicht verstanden, tun sie immer noch nicht teilweise, sie benutzen nicht die juristische Bedeutung. Ja, sie meinen nicht Artikel 14 Absatz 3. Sie meinen den Enteignungsbegriff rein als moralischen Kampfbegriff, als mobilisierender, emotionalisierender, polarisierender Begriff. Hat keine juristische Grundlage, wie Sie das meinen. Nichtsdestotrotz hat sich die Kampagne überlegt, welchen juristischen Hebel können wir denn eigentlich für die Enteignung der Immobilienkonzerne nutzen. Und in dieser Überlegung
ist die Kampagne gestoßen auf einen weiteren Verfassungsartikel im Grundgesetz, nämlich den Artikel 15. Ja. Wer kennt den Artikel 15 in der deutschen Verfassung? Okay, das ist kein Wunder. Warum kennen wir den nicht? Weil er noch nie zur Umsetzung kam. Er ist noch nie umgesetzt worden. Verpflichtet. 15. 15. Ja. Der Artikel 15 im Grundgesetz heißt Vergesellschaftung. Ja, er heißt Vergesellschaftung. Und er lautet, ich lese vor, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ein Satz, große Sprengkraft. Der Artikel 15 ist 1949 ins Grundgesetz verhandelt worden und atmet noch den Geist der damaligen ArbeiterInnenkämpfe und der marxistischen Diskussion. Wer würde heute noch von Produktionsmitteln sprechen? Ja, also das ist ein kleines Relikt in diesem Grundgesetz. Die FDP ist die einzige Partei, die daran noch erinnert, indem sie immer mal versucht, den abzuschaffen. Wenn sie das nicht machen würde, würde gar niemand mehr dran denken, dass es diesen Artikel gab. Ja. Aber in jedem kleinen Sommerloch kommt die FDP und sagt, dieser Artikel 15 muss endlich aus dem Grundgesetz geschmissen werden. Hätten sie es mal gemacht, weil jetzt ist er entdeckt worden. Ja, jetzt ist er da. Spannend ist dadurch, dass ein Verfassungsartikel noch nie zur Umsetzung gelangt ist. Es gab übrigens Vergesellschaftung und Sozialisierung. Sozialisierung ist ein Begriff, der eigentlich synonym verwendet wird zu Vergesellschaftung. In den Landesverfassungen gab es sehr viel weitreichendere Vergesellschaftungsartikel und Vorhaben, die Industrie zu sozialisieren oder zu vergesellschaften. Auch da hat sich das aber nie umgesetzt, ne? Jetzt ist natürlich interessant, dass die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen sich auf einen Verfassungsartikel stützt, von dem jetzige, auch konservative Verfassungsrechtler sagen, da wurde was aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Ein alter Artikel. Ja. Und dadurch, dass die Berlinerinnen sich entschieden haben, unter diesem Artikel die Immobilienkonzerne, ich sage jetzt mal zu enteignen, aber ihr versteht jetzt, wie ich es meine, hat der Berliner Senat eine Kommission ins Leben gerufen. Ne? Gibt dir diesen Spruch, wenn du nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und diese Kommission war zusammengesetzt aus 13, ich sage es mal, hochrangigen ProfessorInnen und Professoren, die alle irgendwie zu diesem Thema Fachleute sind. Also öffentliches Recht, Staatssoziologen und so weiter und so fort. Vorsitz dieser Kommission hatte die ehemalige Bundesjustizministerin Hertha Deutlack-Mehlin. Und diese Kommission sollte ein Jahr lang tagen, um zu prüfen, ob denn unter diesem Artikel 15 eine Vergesellschaftung überhaupt verfassungskonform ist. Also es sollte geprüft werden, ob ein Verfassungsartikel verfassungskonform ist und entsprechend umzusetzen wäre. Ich glaube, der Senat hat sich damals gedacht, das werden die sowieso, das ist eh alles total, werden die eh nicht dazukommen und das schindet jetzt auch ein bisschen Zeit und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir hier vergesellschaften, haben wir noch nie gemacht, keiner weiß, was das ist. Diese Kommission hat vor ein paar Wochen ihren Bericht bekannt gegeben und ich habe damals zwei Artikel drüber geschrieben, weil ich ein bisschen überrascht war, wie wenig die sozialen Bewegungen und die gesellschaftliche Linke das aufnimmt. Einer der beiden Artikel, die ich geschrieben hatte, hatte die Überschrift Ein Paukenschlag. Ich fand es auch, weil die Kommission hat gesagt, Vergesellschaftung ist möglich, machbar und nötig. Ja, also es war eine klare Empfehlung. Jetzt hat die keine bindende Kraft, ja, klar. Aber der Senat muss was tun. Dann gab es in Berlin eine Neuwahl, weil mal wieder in Berlin irgendwie zu wenig Wahlkabinen da waren, weil der letzten Mal nur 1000 Sachen schiefgegangen sind. Berlin halt, ne? Dit ist Berlin. Also gab es eine Neuwahl und danach wurde eine eher konservative Senat gewählt und dann hat die Bewegung gedacht, oh, jetzt ist es sowieso erst recht vorbei mit der Vergesellschaftung. Aber
Der rot-schwarze Senat hat doch tatsächlich im Koalitionsvertrag reingeschrieben, wenn diese Kommission eine positive Empfehlung ausspricht für Vergesellschaftung, dann machen wir einen Vergesellschaftungsrahmenvertrag und vergesellschaften Güter der Daseinsvorsorge wie Wasser, Energie und so weiter. Und ich dachte, what? Was ist jetzt los? Da, also, ne, und die... Also die FDP hat nämlich standesgemäß gleich gesagt, Massenenteignung, und die sozialen Bewegungen haben gesagt, Verschleppung und Fake und juristisch total unnötig. Da bin ich jetzt nicht so tief drin in diesen juristischen Debatten, aber die haben halt argumentiert, juristisch ist das eigentlich total unnötig. Das könnte man eigentlich direkt in die Vergesellschaftungsgesetzgebung gehen. Also man müsste jetzt wirklich ein Gesetz zur Vergesellschaftung erarbeiten, damit dieser Volksentscheid umgesetzt wird. Ne? So, das ist also alles irgendwie sang- und klanglos in der Öffentlichkeit verschwunden. Ja? Und irgendwie hatte man den Eindruck, oder zumindest die Leute, die sich näher damit beschäftigen, hey, wieso reagiert da jetzt keiner drauf auf diese Empfehlung? Ich meine, das war jetzt nicht irgendjemand, das waren jetzt nicht der sozialismusverdächtige Spinner, die da irgendwie gesagt haben, ja, eine Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne würde dazu dienen, dass die Mieten wieder sinken. Das würde bei diesem riesigen Bestand von 250.000 Wohnungen eine Gesamtauswirkung auf den Gesamt und auf die gesamte Miethöhe der Stadt haben, und das würde auch eine Möglichkeit geben, Neubau wieder zu machen. Also egal. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, und der lange Prolog wird gleich beendet hier, war es dann so, dass die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen gesagt hat, wenn man nicht alles selber macht. Sie haben ein Crowdfunding ins Leben gerufen, haben Geld gesammelt, ich glaube 80.000 Euro, erfolgreich, und haben jetzt eine Anwaltskanzlei beauftragt, ein Gesetz zur Vergesellschaftung selber zu schreiben, was abermals nächstes Jahr zur Abstimmung kommen soll. Ein Gesetzesvolksentscheid. So, und das können wir dann beobachten. Vielleicht kriegt das Ganze dann doch mal ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Und in dieser Vergesellschaftungs-Euphorie, die sich offensichtlich nur auf wenige Leute beschränkt, haben sich neue Initiativen rangehängt. Es gibt jetzt auch Hamburg enteignet, auch bezogen auf den Wohnungsmarkt. Und es gibt mittlerweile RWE und Co. enteignen, bezogen auf den Energiesektor. Ja, also es ist hier eine Debatte losgetreten worden, die sich bezieht auf diese alte Vergesellschaftungsdebatte, ne, mit dem Grundgesetz und die ArbeiterInnenbewegung davor, deren Kernforderung Vergesellschaftung war. In diese Fußstapfen tritt die Bewegung, und dieses Thema ist deshalb jetzt wieder in der Öffentlichkeit. Und den Nachmittagsworkshop hätte ich genau dafür vorgesehen, über diese Vergesellschaftung, was das eigentlich bedeutet, was es historisch bedeutet hat, warum es sich nie umgesetzt hat, ja, und wie man heute wieder daran anknüpfen kann, wäre jetzt mein Nachmittagsthema. Damit ist der Prolog und das, was ich anbieten kann, wir können auch was anderes machen, erstmal beendet. Okay, gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, ich möchte euch jetzt ein kurzes kleines Filmchen zeigen, da drehe ich den Laptop um, das kriegen wir auch ohne Beamer hin, der geht 30 Sekunden. Okay, ihr habt das Filmchen gesehen und gehört. Da geht es also um Status und Eigentum. Ne? Also ich zeige dir mein Haus, mein Pferd und sage dir, wer ich bin, nämlich groß. Und ich habe den Film nicht in voller Länge gezeigt, weil es würde auf ein anderes, auch sehr spannendes und wichtiges Thema führen, was aber jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Dieses Filmchen ist eine Sparkassenwerbung aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, eine Sparkassenwerbung, und es wäre so weitergegangen, dass der letzte Mann, der eben gesagt hat, hier mein Pferd, nochmal drei Karten hinlegt mit drei Frauen, wo er sagt, und meine Pferdepflegerin, zack, zack, zack. Ja? Also Eigentum und Besitz über, also ne, weibliche Körper und so weiter und so fort, da sind wir dann bei den Eigentumsfragen, die weitaus mehr, ne, also Besitzansprüche und Eigentumsansprüche, weitaus mehr Auswirkungen haben. Zwischenmenschliche Geschlechterverhältnisse, Sexismus und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus wollte mit diesem Film, ist, dass die Art und Weise, wie hier thematisiert wird, was mir gehört, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, sagt sehr viel aus und illustriert, wie wir über Eigentum reden. Ich auch, im Alltag, in der Kneipe, untereinander. Ne? Also es ist jetzt sehr verbreitet, nämlich als eine
Sache. Eigentum wird als eine Sache behandelt. Und ich nenne das immer, wir haben einen verdinglichten Blick auf Eigentum. Ja? Wenn ich aber sage, mein Haus, wenn ich sagen könnte, wäre es schöner, aber wenn, jetzt nur als Beispiel, wenn ich sage, mein Haus, sage ich auch nicht deins. Ja? Wenn ich aber von meins und nicht deins rede, bin ich schon bei einem sozialen Verhältnis. Eigentum ist keine Sache. Ja? Eigentum ist ein soziales Verhältnis. Indem wir immer darüber reden, als wäre es eine Sache, verschleiern wir das. Ja? Und das soziale Verhältnis, woraus Eigentum oder was Eigentum beschreibt, ist extrem komplex. Da gibt es viele verschiedene Dimensionen. Ja, Marx hat mal gesagt, Privateigentum zu analysieren und zu beschreiben, bedeutet eine ganze Gesellschaftsweise zu beschreiben. Ja, und das habe ich dann auch in meiner Dissertation irgendwann gemerkt, dass das so ist. Und habe ich dann auch getan. Jetzt, wenn ich sage, Eigentum ist ein soziales Verhältnis, möchte ich das natürlich gerne noch ein bisschen spezifizieren. Im Wesentlichen besteht das soziale Verhältnis Eigentum aus dem Recht des Ausschlusses. Ich darf andere ausschließen von etwas, was mir zugesprochen wird. Und zwar absolut. Ja, also ich kann sagen, du darfst dieses Essen, was hier steht, nicht haben. Es gehört nämlich mir, ja, obwohl diese Person verhungert. Habe ich trotzdem das Recht, als Eigentümerin, unabhängig vom Bedürfnis der anderen, über meine Sache, die mir gehört, zu verfügen. Das ist im bürgerlichen Gesetzbuch 1:1 auch so formuliert. Da heißt es, dass der Eigentümer, auch im Grundgesetz gibt es ausschließlich Männer, der Eigentümer einer Sache darf nach Belieben mit ihr verfahren und andere von jedweder Wirkung ausschließen. Das beinhaltet also auch das Recht der Zerstörung. Ja, das ist also erst in einem zweiten Schritt kommt dann die Gesellschaft und sagt, warte mal, du Eigentümerin, du darfst ja aber nicht die Luft verschmutzen. Da machen wir jetzt mal ein Gesetz, aber immer erst nachgelagert. Gesellschaft ist immer erst der individuellen Freiheit mit seinen Dingen tun und zu lassen, was man will, nachgelagert. Ja? Das ist ein Kennzeichen des modernen Eigentums. Ja, des Modernen. Und da bin ich schon beim nächsten Thema. Das Eigentum, was wir heute kennen, das Eigentumsverhältnis, korrekterweise, gibt es erst seit 500 Jahren, sage ich jetzt mal so, erkläre ich nachher nochmal was dazu. Die Macht, andere ausschließen zu dürfen von etwas, was mir gehört, ist im Grunde genommen eine Verfügungsgewalt. Ich habe Verfügungsgewalt bezüglich anderer Personen, zu anderen Personen über Dinge. Ne? Also da ist wieder dieses Verhältnis zwischen Menschen bezüglich ihrer Außenwelt, ist da eigentlich das, was das Eigentum ausmacht. Das ist ein Macht- und Verfügungsverhältnis. Das nächste ist, was wir im Alltag oftmals in unseren Gesprächen, Diskussionen, auch im öffentlichen Diskurs machen, wenn wir über Eigentum reden. Wir unterscheiden nicht zwischen Privateigentum und Eigentum und persönlichem Eigentum. Das geht wild durcheinander. Ne? Also es wird irgendwie immer von Eigentum geredet und dann mal von Privateigentum geredet und dann mal das persönliche Eigentum genannt, aber es ist überhaupt nicht präzise, was ist eigentlich was. Und es gibt einen Unterschied, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, in fast allen Wissenschaftsdisziplinen, ne, Eigentum kommt nicht umsonst in vielen Disziplinen vor, gibt es einen Unterschied zwischen dem Privateigentum und dem persönlichen Eigentum. Ja, und Eigentum, einfach so als Wort, wird als diffuser Oberbegriff benutzt, ohne Spezifizierung. Ja. Ich werde nachher ausführlicher den Unterschied zwischen persönlichem Eigentum und Privateigentum erklären. Ich wollte es nur jetzt schon mal vorausschicken, dass meine Kritik, die ich an Eigentum habe, nicht die an persönlichem Eigentum ist. Ja. Meine Kritik bezieht sich ausschließlich auf Privateigentum. Und das erkläre ich nachher nochmal, was das genauer ist. Nur damit klar ist. Ich sage manchmal auch, wenn ich so rede, Eigentum. Einfach so. Ne? Ich weiß dann immer selber, was gemeint ist, weil ich dann den Kontext kenne, in dem ich spreche. Aber wenn das schicke ich jetzt vorweg, wenn ich Eigentumskritik ausübe, bezieht sie sich auf Privateigentum und nicht auf das Konsumtive, also aufs persönliche Eigentum. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das Privateigentum, sage ich jetzt mal so frech und ungeschützt in die auch Kamera, feiert nächstes Jahr seinen 500. Geburtstag. Das kann man natürlich so nicht sagen, weil es gibt nicht den Tag, an dem das Privateigentum zur Welt kam. Die Entstehung des Privateigentums hat sich über mehrere
hunderte von Jahren gezogen. Aber was war vor 500 Jahren? Vor 500 Jahren, und ihr werdet es wahrscheinlich nächstes Jahr dann alle mitkriegen, war das Ende des Bauernkriegs, ja? Die Bauernaufstände. Und ein Teil der Kämpfe der großen Bauernaufstände, die ausgingen damals vom Schwarzwald, von Thüringen, also Thüringen wird große Landesausstellungen machen zu diesem Thema, es wird viel im Fernsehen laufen, zum Ende des Bauernkrieges, und was wahrscheinlich sehr oft nicht dazu gesagt werden wird, dass damals die ländliche Bevölkerung, waren übrigens nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern auch Städter, aber da will ich jetzt gar nicht, ich will jetzt keine Geschichtslesestunde machen, auf jeden Fall war es so, dass es da ganz stark auch um Allmende ging. Die wollten ihre Ländereien, ihre gemeinsam genutzten Ländereien unter anderem gerne wieder zurückhaben und dann auch nicht so viel Abgaben zahlen müssen. Und sie wollten auch ihre Leibeigenschaft abgeschafft haben. Ne? Und sie haben damals 12 Artikel formuliert, gemeinsam, was für die Zeit auch erstaunlich ist. Ne? Und einer dieser Artikel bezieht sich darauf, den kann ich jetzt vielleicht mal kurz vorlesen, bisschen gewöhnungsbedürftige Sprache, haben sich die Herrschaften die Hölzer alleine angeeignet, so heißt es. Wenn der arme Mann etwas bedarf, muss er es um das doppelte Geld kaufen. Es sollen daher alle Hölzer der Gemeinde wieder heimfallen, damit jeder seinen Bedarf an Bau- und Brennholz daraus wieder decken kann. Also damals ist diese Allmende-Debatte schon groß gewesen und diese Bauernaufstände wurden niedergeschlagen und es gibt eben Historikerinnen, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, ich habe das von einem Bekannten von mir, der ein ganz toller Historiker ist und sich mit dem Thema auch beschäftigt, gesagt, im Grunde genommen kann man sagen, mit so ein bisschen, das war, da wurden die Weichen gestellt für die Entstehung des Privateigentums, deshalb kann man mit so ein bisschen Augenzwinkern sagen, nächstes Jahr feiert Privateigentum 500 Jahre Geburtstag, es ist natürlich das Ende der Bauernkriege, die nächstes Jahr das Jubiläum haben. Worauf ich jetzt aber damit natürlich zu sprechen komme, ist nämlich auf die historische Durchsetzung von Privateigentum, weil das ist was, was mir immer sehr wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Welt, wie sie ist, nicht immer schon so war und deshalb auch veränderbar ist. Ja, deshalb finde ich so einen historischen Blick immer ganz wichtig. Wie sich Privateigentum genau durchgesetzt hat, historisch über diese mehrere Jahrhunderte, und ihr habt es jetzt ja auch schon anklingen gehört, es hatte viel zu tun mit dem Verlust der Allmendeweiden. Ne? Dazu sage ich nachher nochmal einen Punkt. Was mir jetzt nochmal wichtig ist zu sagen, wenn ich sage, nächstes Jahr feiert Privateigentum 500 Jahre Geburtstag, dann feiert auch nächstes Jahr die Legitimation des Privateigentums 500 Jahre Geburtstag. Die Rechtfertigung dessen, dass es überhaupt Privateigentum gibt. Ja, das war nämlich ideengeschichtlich überhaupt gar nicht so korrekt immer. Ne? Also es gab ja mal irgendwie diese Auffassung, Gott hat die Erde den Menschen gemeinsam gegeben, das hat man früher gedacht. Und da musste natürlich erstmal eine Rechtfertigung her, wieso dann jetzt plötzlich jemand kommt, einen Teil aus der Erde nimmt und sagt, das gehört jetzt aber mir und du darfst es nicht benutzen. Das ging nicht so durch. Da musste man dann schon ein paar Denker haben, Männer auch hauptsächlich, die sich da Gedanken machen, warum das doch durchgeht. Und ein wesentlicher Mensch, der das tatsächlich getan hat, ist John Locke. Ja? John Locke wird als Vater des Liberalismus bezeichnet, als derjenige, der die Bibel des Bürgertums geschrieben hat. Er ist derjenige, der im Grunde genommen das Privateigentum legitimiert hat. Durch eine, wie ich finde, gar nicht so uninteressante Konstruktion. Ich nenne es immer einen Trick. Ja? Und wie hat er diesen Trick gemacht? Er hat einfach gesagt, naja, auch in diesem Naturzustand, ne, wo eigentlich allen alles gehört, haben ja die Individuen die Pflicht, die göttliche Pflicht des, zum Selbsterhalt. Ja, also ich muss mich selbst erhalten als Mensch. Und gleichzeitig bin ich ja aber auch Eigentümerin meines Körpers. Mein Körper gehört ja durchaus mir. Darüber hat ja sonst niemand irgendwas gesagt. So, wenn ich jetzt aber ein Stück Erde in die Hand nehme oder irgendwas mache mit der Natur, Äpfel pflücke oder so, ne, vermische ich mein Eigentum mit der Natur. Und durch diese Vermischung, also ein physischer Akt, wird diese Erde mein Eigentum, weil ich habe ja meinen Körper damit vermischt durch meine Arbeitskraft und dadurch auf wundersame Weise, tralala, ist das jetzt auch mein Eigentum. Ja, also durch diesen kleinen Trick hat John Locke dieses
Eigentum begründet. Man nennt das, er hat die Arbeitstheorie des Eigentums begründet, die bis heute gilt. Bis heute ist es für uns selbstverständlich, das, was ich gearbeitet habe, gehört mir. Das ist irgendwie so eine weit verbreitete Annahme. Und man muss sich, finde ich, schon fragen, warum eigentlich? Warum ist es so, dass das, was du gearbeitet hast, dir gehört? Ist es denn tatsächlich möglich, dass die Arbeit des Einzelnen auf die Arbeit des Einzelnen rückführbar ist? Oder stehen wir nicht alle mit unseren jeweiligen Arbeiten auf den Schultern vieler anderer, die das vorbereitet haben, und auf denen, die arbeitsteilig mit mir gemeinsam etwas gemacht haben? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt mir angucke, wie viel Arbeitskraft von so vielen Menschen mittlerweile global verteilt auf dieses Produkt sich vereinen, wie kann ich sagen, dass das mein Produkt ist, weil meine Arbeit da drin steckt? Das kann man eigentlich nicht wirklich begründen. Weder in irgendeiner naturrechtlichen Form, von der wir sowieso weit weg sind mittlerweile, was ich richtig finde, weil es jeder Aufklärung widerspricht. Aber, apropos Aufklärung, es ist auch nicht besonders aufgeklärt, dieser wirklich gar nicht begründbaren Ideologie zu folgen. Ja? Und wenn man sich aber also Urteile vom Bundesverfassungsgericht anguckt, das ist teilweise wirklich erstaunlich, dann sagen die, die Arbeitstheorie des Eigentums, also dass ich Eigentum über meine Arbeit begründe, ist ein vorstaatliches Recht. Man kann eigentlich dazu endlos lang philosophieren. Ne? Das führt zu nichts. Es ist und bleibt ein Machtverhältnis, ein reales Herrschaftsverhältnis, was irgendeine Begründung braucht. Ja? Und das meine ich mit der Ideologie, die sich sehr in unsere Köpfe mit rein, weil wir das auch irgendwie finden, das habe ich doch gemacht, das gehört doch mir. Ne? Das hat sich also sehr weit in unser eigenes Bewusstsein verpflanzt. Und John Locke hat noch was anderes begründet, was oftmals in der Literatur untergeht. Er hat nämlich auch die Anreiztheorie des Eigentums begründet. Er hat nämlich auch gesagt, weil das, was ich selbst erarbeite, mir gehört, ist meine Motivation, etwas zu arbeiten, wesentlich größer, wie wenn es gemeinschaftlich benutzt werden würde, was ich da an Arbeit reinstecke. Ja? Das heißt, ausgehend davon, dass der Mensch grundsätzlich sowieso immer mehr will, auch so eine interessante ideologische Figur, ist es natürlich produktiver, wenn ich sage, das, was du gearbeitet hast, darfst du auch behalten, weil dann ist mein Interesse, etwas zu arbeiten, wesentlich größer. John Locke hat tatsächlich ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, brachliegende Felder sind deshalb brachliegend, weil sie Gemeineigentum sind. Also er hat Ineffizienz mit Gemeineigentumsform quasi in eins gesetzt und nur da, wo Privateigentum vorherrscht, können wir Produktivität und Effizienz beobachten. Also das ist Arbeitstheorie des Eigentums, dann die Anreiztheorie des Eigentums sind auf John Locke zurückzuführen und was noch auf ihn zurückzuführen ist, ist die Naturalisierung sozialer Ungleichheit. Ja. Es gibt ein Zitat von ihm, das hatte ich jetzt zum Beispiel auf einer Folie mit einem Gesicht von ihm. Da schreibt er, das Gras, das mein Pferd gefressen, der Torf, den mein Knecht gestochen und das Erz, das ich an irgendeiner Stelle gegraben, wo ich ein Recht darauf in Gemeinschaft mit anderen habe, wird auf diese Weise mein Eigentum. Ohne die Anweisung oder die Zustimmung irgendjemandes. Das ist von 1689. Er hat im 17. Jahrhundert gelebt. Also ihr habt jetzt schon gehört, das Gras, das mein Pferd gefressen und der Torf, den mein Knecht gestochen. Also die Arbeit des ihm untergeordneten Knechts gehört auch ihm. Völlig natürlich. Also wir haben ja quasi jetzt in diesem Naturzustand so ziemlich alles, was die kapitalistische Produktionsweise beschreibt. Herrschaftsverhältnisse, Privateigentum, und Kapitalverwertung. Ja? Natürlich, das würde jetzt kein Mensch so bei ihm reinlesen, aber wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ist das eigentlich so. Ne? Weil diese Vorstellung, und das ist eigentlich meines Erachtens der Kern der bürgerlichen Ideologie, dass die Freiheit des Privateigentums aufgrund dessen, dass wir Menschen nutzenmaximierende Individuen sind, uns erst produktiv macht, effizienter ist deshalb, zu mehr Wachstum führt und damit zu Wohlstand für alle, kannst du verkürzen, und das ist dann der Kern der Ideologie, die Steigerung des einzelnen Nutzens führt zur Steigerung des gesamten Nutzens. Ja, und das ist im Grunde genommen genau
der Kern der Ideologie, mit der heute bis heute auch die Marktwirtschaft legitimiert wird. Ja? Jeder einzelne Unternehmen macht ganz viel für sich, aber am Ende schafft er Arbeitsplätze und macht ganz viel Produktion und das ist ja für uns dann alle gut. Ja? So, also das ist wirklich ein durchgehendes Ideologem, was uns immer begegnet und was wir eben bei John Locke schon im Naturzustand finden. So viel zur Ideologie. Vielleicht noch kurz, wenn wir uns angucken, wie damals die Privatisierung durchgesetzt worden sind, so in den letzten 30 Jahren ist ja alles privatisiert worden, was nicht bei 5 auf dem Baum ist, und da wurde auch immer legitimiert, genau damit, es ist effizienter. Ja? Privatisierung ist produktiver, effizienter, besser, mehr Freiheit und so weiter. Und das Gegenbild ist immer Stagnation, Mangelwirtschaft, Staat, Planwirtschaft. Also es werden, das düstere Bild wird gemalt und das helle, strahlende Privateigentumsbild, die Konnotation. Das sind sozusagen die beiden Sprachbilder, die dann in der Öffentlichkeit, im Diskurs genau dazu dienen, dass wir am Ende glauben, ja stimmt, Privatisierung ist tatsächlich effizienter. Was de facto Privatisierung war, ist, dass eben einigen wenigen Menschen die Möglichkeit gegeben worden ist, aus etwas Geld zu machen und dadurch Geld zu machen, dass die Löhne gesunken sind nach der Privatisierung, die Beschäftigungsverhältnisse prekär und die Vorstände sehr reich geworden sind. Also wenn man jetzt mal vergleicht, das habe ich jetzt in meinem Enteignungsbuch auch drin, aber das bleibt auch drin im Neuen, was ein Minister in jener Zeit bekommen hat, als die Post noch staatlich war, verglichen mit einem Briefträger oder Briefträgerin, dann ist das Verhältnis 1:15 gewesen. Und wenn wir vergleichen, was der jetzige Postvorstand kriegt, verglichen mit so einem Paketträger oder was weiß ich, dann ist das das 250-fache so ungefähr. Ne? Also die Zahlen könnt ihr da nochmal nachlesen, aber so grob sind die Größenverhältnisse. Das war Privatisierung, ja. Das war's. Aber das muss ich, glaube ich, hier in diesem Kreis nicht erzählen. Nur die Legitimation, die hatte genau den gleichen Sound. Ne? Und genau den gleichen Sound hatte die Umwandlung und die Transformation des ehemaligen real existierenden Sozialismus, des sogenannten Volkseigentums, was auch kein Volkseigentum war, sondern Staatseigentum. Da war Kommandowirtschaft und auch Herrschaftsverhältnisse. Dort wurde aber auch, unabhängig davon, wie man das jetzt bewertet, die ganzen VEB und die ganzen Staatsbetriebe umgewandelt in Privateigentum mit exakt genau dieser gleichen Begründung, also auch mit diesem Sound der Ideologie des Privateigentums. Und das ist, die ist auch bis heute noch wirkmächtig. Nach wie vor wird immer noch gesagt, privat ist effizienter oder Markt ist effizienter. Das wird ja oft dann synonym verwendet. Was ist historisch tatsächlich passiert? Tatsächlich war es so, dass unglaublich viele Menschen über mehrere Jahrhunderte hinweg von ihren Ländereien vertrieben worden sind, die vorher in Subsistenz da gelebt haben, allerdings auch in Herrschaftsverhältnissen, man darf das jetzt auch nicht romantisieren. Ja. Sie waren in der Regel entweder leibeigen, also sie waren in persönlicher Abhängigkeit, sie konnten von dem Land insofern leben, als dass sie einen Teil für sich beackert haben und einen Teil als Abgabe frohen und so weiter. Ja, da muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich glaube, das ist auch weitgehend bekannt. Die Vertreibung der ländlichen Bevölkerung hat eine Masse von pauperisierten, also von verarmten Menschen, die vagabundiert sind durch die Wälder, durch die Länder, die dann natürlich auch sich irgendwie Essen besorgen mussten, weil sie kein Land mehr hatten. Das war also eine mega große Bewegung, die da stattgefunden hat, diese Verarmung der Landleute. Und denen blieb am Ende dann auch nichts anderes übrig, als irgendwann in die Städte, in die entstehenden Städte zu gehen und sich dort in den Fabriken ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Zu den entsprechenden Elendsverhältnissen. Das ist weitgehend bekannt. Was weniger bekannt ist, dass im Zuge dieser sogenannten ursprünglichen Akkumulation nicht nur eine Trennung der Mehrheit der Menschen von ihren Produktionsmitteln, Grund und Boden stattgefunden hat, sondern dass auch eine Monetarisierung stattgefunden hat.
Die Leute hatten ja vorher Land und konnten ja Essen, Trinken erstmal so ohne Geld und ohne Tausch. Natürlich gab es am Rand kleine lokale Märkte, aber im Grunde genommen waren sie nicht angewiesen. Durch verschiedene Prozesse, die jetzt zu komplex sind, hat auch was mit Steuererhebung und so weiter zu tun, waren sie gezwungen, Geld zu benutzen. Ja, sie mussten zum Marktsubjekt werden und das sind sie auch geworden. Ne? Sie sind historisch ein Marktsubjekt geworden und die ganzen Interaktionen, die vorher noch gebunden waren an religiöse, verwandtschaftliche, sonstige Verhältnisse, haben sich verwandelt in Marktbeziehungen, in wahre Geldbeziehungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der meines Erachtens oft untergeht, der eng zusammenhängt mit der Entstehung des Privateigentums, hängt eng zusammen die Entstehung des Geldes in dieser spezifischen kapitalistischen Form. Also ich würde auch in Anlehnung an einige Autoren, die ich gelesen habe, eher sagen, dass man von Geld eigentlich in zum Beispiel im Mittelalter oder noch früher nicht sprechen kann, sondern dass man da eher von Münzen und von Münzwirtschaft spricht, weil das noch nicht diese Funktion hatte, was Geld im Kapitalismus hat. Aber da kommen wir auf dieses Geldthema, das will ich gar nicht vertiefen, das wollte ich nur noch mal ansprechen, weil mir das oftmals zu sehr untergeht, dass die Entstehung und Herausbildung von Geld ebenso gewaltförmig war und ganz eng zusammenhängt mit der Entstehung von Privateigentum. Was entstanden ist, das ist jetzt ein Zitat, was ich auch gerne vorlese, damit man hier noch mal so eine Illustration hat. Im Zeitraum zwischen 1560 und 1625 verzwölffachte sich die Zahl der vagabundierenden Bevölkerung in England, was das Ausmaß der ablaufenden Vertreibungsprozesse erahnen lässt. Das bedeutet, mit Marx zu sprechen, würde man sagen, durch diese Entwicklung, unter anderem, ja, es gab auch noch viele andere Entwicklungen, die genau dazu beigetragen, was ich jetzt nennen würde, entstand der doppelt freie Arbeiter. Also Arbeiterin, Arbeiter, ihr wisst. Der doppelt freie Arbeiter, so eine Begrifflichkeit bei Marx, bedeutet, dass diese Menschen, die ihr Land verloren haben, einerseits frei geworden sind von ihren Herrschaftsverhältnissen. Sie konnten sich frei bewegen, sie waren nicht mehr Leibeigene. Super Sache eigentlich. Ne? Andererseits aber auch frei geworden sind von ihren Produktionsmitteln, also nichts mehr zu essen hatten, ne? Zwiespältig. Und diese doppelte Freiheit, in der sie da waren, war im Grunde genommen historisch die Voraussetzung, dass sie überhaupt Marktsubjekte und Rechtssubjekte werden konnten. Weil, wenn sie jetzt in die Fabriken gegangen sind, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen, mussten sie in irgendeiner Form eine Möglichkeit haben, wieder zu arbeiten, wieder an diese Produktionsmittel zu kommen, die dann nicht mehr in der Form des Bodens vorlagen, sondern in der Form von Fabriken und Maschinen und was weiß ich. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Bilder aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Und dafür gab es dann das Vertragsrecht. Jetzt konnte der doppelt freie Arbeiter einen Vertrag abschließen, einen Arbeitsvertrag. Er ist also Rechtssubjekt und Marktsubjekt gleichzeitig geworden. Ja? Und wenn ich jetzt, und das ist mir auch ein wichtiger Punkt, was Methode oder die Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklung zu verstehen, wenn der Mensch früher im Mittelalter, um es mal so ganz abstrakt zu sagen, ein Leibeigener war und in der Moderne der doppelt freie Arbeiter, bezeichnen wir mit diesen beiden Begrifflichkeiten soziale Formen, in denen ein und derselbe Mensch aber steckt. Ja, also der Formwandel von dem Leibeigenen zum doppelt freien sagt etwas aus über die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse. Ja, und wenn ich das unter dem Blick des Formwandels und der sozialen Form angucke, dann weiß ich auch, dass auch der Mensch, der in der Hülle des Kapitalisten steckt, ein Mensch ist, der eine soziale Form bekleidet. Ja, vielleicht war das früher der Feudalherr, der sich dann auch entwickelt hat in die Rolle des Kapitalisten später. Sowas gibt es bestimmt, obwohl ich das jetzt nicht zu so einer eindeutig linearen Entwicklung deklarieren möchte. Worauf ich nur hinaus möchte, dass wir in bestimmten sozialen Formen und Handlungsstrukturen stecken, die uns zu einem bestimmten Verhalten bringen und zwingen. Ja, und dieser Unterschied ist mir immer wichtig. Ne? Marx hat auch geschrieben, ich zeichne Kapitalisten in keinem rosigen Licht, das bin ich mir bewusst. Ja? Aber sie sind Träger bestimmter ökonomischer Kategorien und Rationalitäten. Und wenn wir was verändern wollen, müssen wir diese Formen verändern, statt die Manager und Kapitalisten zu den gierigen Leuten zu deklarieren. Weil
menschlich kann es von mir aus auch nette Kapitalisten geben oder welche, die nicht so krass drauf sind. Ne? Das ist nicht das Problem. Es geht um die soziale Rolle, in die die Kapitalisten stecken. Und diese soziale Rolle, darauf komme ich dann vielleicht später noch zu sprechen, wenn ich es schaffe, produzieren wir alle mit. Ich sage mal so, es gehören immer zwei dazu. Ja? Auch wenn die Herrschaftsverhältnisse asymmetrisch sind, wir sind Teil dessen. Wir machen das mit. Wir reproduzieren jeden Tag die gesellschaftlichen Verhältnisse mit. Auch das lernt man, wenn man sich mit Eigentum beschäftigt. Dieser historische Umbruch, das habt ihr jetzt schon gemerkt, dazu geführt hat, dass die Verfügungsgewalt über Produktionsmittel sich verändert hat. Das ist das Privateigentum. Einige wenige verfügen jetzt über Produktionsmittel und können die Mehrheit der Menschen, die man dann tatsächlich in diesem Sinne eigentumslos nennen kann, für sich arbeiten lassen. Ja? Der Zwang zum Verkauf seiner Arbeitskraft resultiert aus der Eigentumslosigkeit im Sinne der nicht mehr vorhandenen Verfügungsgewalt über Produktionsmittel. Und jetzt ist aber das Relevante gar nicht so sehr, dass jetzt einige wenige Verfügungsgewalt haben über Produktionsmittel, was wir heute in dem modernen Sprech Betriebsvermögen nennen. Ne? Betriebsvermögen ist übrigens die am ungleichsten verteilte Vermögensgröße, die es gibt. Ja? Sondern das Interessante ist, was wird denn mit dieser Verfügungsgewalt gemacht? Ja, also Privateigentum ist kein Zustand, sondern eine Art und Weise der Handlung des Verfügens. Und damit kommen wir auf den sehr engen Zusammenhang von Privateigentum und Lebens- und Produktionsweise. Diejenigen, die private Verfügungsgewalt haben über die Produktionsmittel, ich habe es schon gesagt, privat, nur deshalb heißt es Privateigentum, üben sie in einer Weise aus, die einerseits Freiheit, andererseits Zwang voraussetzt und mit sich bringt. Freiheit ist, was ich eingangs gesagt habe, man darf mit seinen Sachen machen, was man möchte. Wenn ich jetzt Produktionsmittel habe und ich darf mit denen machen, was ich möchte, ist natürlich die gesellschaftliche Auswirkung wesentlich krasser, als wenn ich nur eine Zahnbürste habe oder halt Konsumptionsmittel habe. Ne? Also insofern, wenn ich diese Freiheit habe, damit machen zu dürfen, was ich will, ja, und dann jetzt erinnere ich wieder an das nutzenmaximierende Individuum in einem Kontext, in dem ich mich sehe gegenüber anderen Privateigentümern, die genau das Gleiche machen wie ich, nämlich Dinge verkaufen unter Ausnutzung fremder Arbeitskraft, um damit mein investiertes Kapital zu vermehren, ja, das ist nämlich genau die Effizienzlogik, dann stehe ich mit anderen in Konkurrenz, logischerweise. Ja. Und diese Struktur der Konkurrenz, ja, ist der Motor, der die Besitzer oder Eigentümer der Produktionsmittel dazu bringt, immer mehr und immer weiter zu produzieren. Weil wenn ich es nicht tue, bin ich vom Markt. Ja. Ich habe also durch das Verhalten der PrivateigentümerInnen zueinander als Konkurrenten das Problem, dass ich eine Handlungslogik schaffe, einen Handlungszwang, in dem jede einzelne Privateigentümerin gezwungen ist, permanent ihr Kapital zu vermehren. Ja. Das heißt, Zwang und Freiheit hängen eng nebeneinander. Jetzt gucken wir uns die an, die Mehrheit, die eigentumslos sind und die nur persönliches Eigentum, also konsumtives Eigentum haben, ne? Die nur konsumieren können. Ja? Die haben jetzt die Freiheit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wo immer sie wollen. Sie haben die Freiheit, umzuziehen. Sie haben die Freiheit, als Marktsubjekt zu kaufen, was sie wollen und so weiter. Freiheit ja, aber sie haben den Zwang, ihre Arbeitskraft zu verkaufen zu Bedingungen, auf die sie relativ wenig Einfluss haben. Und auch sie stehen in Konkurrenz zu den anderen Eigentumslosen. Ja, und diese Konkurrenz zwischen den Eigentumslosen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und die Konkurrenz zwischen den Privateigentümern, die ihr Kapital gegeneinander in Konkurrenz vermehren müssen, ist im Grunde genommen auf einer abstrakten Ebene genau jene Handlungsstruktur, die dazu führt, dass wir permanent in einem feindlichen Individualismus gegeneinander arbeiten. Das sehen wir weltweit, dass Arbeiterinnen und Arbeiter und Beschäftigte gegeneinander ausgespielt werden. Ja? Und das sehen wir innerhalb von kleineren Regionen, das sehen wir zwischen Nationen, das sehen wir innerhalb Europa. Konkurrenz ist das strukturierende Prinzip unserer Handlungsweisen. Das ist die Strukturlogik, in der wir agieren. Und das ist die meines Erachtens der Schlüssel ist, wo wir schrauben können und was verändern können.
Ja, das bedeutet, das müssen alle tun. Wenn ich sage, dass wir in einer Handlungsstruktur stecken, die auf Konkurrenz basiert, und das ist das Problem, dann sind wir das, weil wir uns aufeinander beziehen als Konkurrierende. Überall, in jedem Unternehmen. Wir hätten gerne, dass wir jetzt nicht miteinander konkurrieren, aber wenn ich im Unternehmen arbeite und meine Bekannte in einem anderen, und ja, dann, ne, wird es manchmal schwierig mit der Freundschaft, nur mal um so ein Beispiel zu geben. Ne? Wenn wir sagen würden, wir wollen nicht mehr gegeneinander konkurrieren, gesamtgesellschaftlich, auch nicht mehr unter uns, dann bedeutet das, unsere Beziehungen zueinander müssten sich verändern. Ja, wir müssten anfangen, uns anders zueinander zu verhalten. Dazu müssen wir nicht die besseren Menschen sein, dazu brauchen wir nicht solidarisch sein, dazu müssen wir einfach sagen, komm, wir hören jetzt mal auf zu konkurrieren, das ist irgendwie total, merkst du ja, wir haben Wachstumszwang dadurch, wir haben ein Erstarken von rechter Weltanschauung, die diesen feindlichen Individualismus 1:1 geschluckt hat, ja, und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir verändern uns, wir beziehen uns nicht mehr aufeinander als Konkurrierende, sondern als Kooperierende, und jetzt ist die große Frage, wie setzen wir das um? Wo fangen wir an? Ja. Und das wäre dann im Grunde genommen Vergesellschaftung, weil Vergesellschaftung bedeutet nichts anderes, als dass die Strukturen in der gesamtgesellschaftlichen Produktion der Profitlogik und der Logik der Privatproduktion und des Privateigentums entzogen werden und wir uns nicht mehr als Konkurrierende aufeinander beziehen, sondern als Kooperierende. Bei den Wohnungen bedeutet es, bei diesen 250.000 Wohnungen in Berlin, bedeutet es, dass die Mieterinnen gemeinsam mit den Menschen, die die Hausverwaltung machen, gemeinsam mit Menschen, die für die Stadt repräsentativ mitsprechen dürfen, gemeinsam mit Vertretern des Senats, diese Wohnung verwalten, partizipativ, ein ausgeklügeltes System an Siedlungsräten, Mieterinnenräten, repräsentativer Demokratie und so weiter und so fort, was dann dazu führt, dass die Wohnungen dafür da sind, dass drin gewohnt werden kann. Ganz einfach. Weil eben diese Strukturen und diese Handlungsstrukturen sich verändern. Ja, und das ist jetzt bei Wohnen leichter, das ist ein Gut der Daseinsvorsorge, da sind die Mieterinnen und Mieter nicht unmittelbar betroffen davon, dass sie dann möglicherweise ihren Job verlieren oder was weiß ich. Wenn wir das jetzt übertragen, dieses Modell, auf ein Unternehmen, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt aus einem kapitalistischen Unternehmen ein vergesellschaftetes Unternehmen und kooperieren untereinander, dann wird es schwieriger. Ja, weil wir befinden uns immer noch im Kapitalismus. Wir haben immer noch eine Marktwirtschaft, wir müssen die Produkte immer noch verkaufen. Wir haben immer noch die Notwendigkeit, einen Lohn zu bekommen, weil wir ja nur mit Geld an die Güter kommen. Ja. Wir stecken also in dem Problem, dass wir versuchen, etwas im Bestehenden zu verändern, was aber an das Bestehende widersprüchlich stößt. Ja. Das gibt es übrigens sehr oft und hat in der Vergangenheit auch schon stattgefunden, selbstverwaltetes Wohnen, Kooperativen, Genossenschaftsbewegungen und so weiter. Und es ist immer wieder gescheitert an zwei Aspekten meines Erachtens. Einmal daran, dass manche Kooperativen so erfolgreich waren, dass sie gedacht haben, oh, dann mache ich dann doch Kapitalismus, dass sich das so in das System reingewachsen ist. Ja. Oder aber, dass es so prekär war, ja, und dass es so viel Arbeit gekostet hat und so mühsam, dass die Leute gesagt haben, ich schaffe das, mir zu viel. Das ist mir zu viel. Wenn ich ein selbstverwaltetes Projekt habe und ich bin aber sonst noch gezwungen, meine Arbeitskraft zu verkaufen und 40 Stunden die Woche zu arbeiten, und soll ich am Wochenende noch drüber reden, wie wir unser Haus selbst verwalten? Oh, nee. Was aber daraus oft gefolgert wurde, ist, siehst doch, geht nicht. Funktioniert doch nicht. Haben wir doch alle schon probiert. Ja, aber warum es nicht geht? Das ist doch die interessante Frage. Ja. Und da würde ich denken, haben wir gerade eine interessante Möglichkeit, durch diese Vergesellschaftungsbewegung, die da jetzt so aufkeimt, zu gucken, was haben wir denn gelernt aus der Vergangenheit? Wie haben wir uns das denn erklärt, warum es nicht funktioniert? Können wir da noch mal kurz zurück auf los und nochmal gucken, was unsere damaligen Analysen waren, unsere Erklärmöglichkeiten, wieso hat Vergesellschaftung sich historisch nicht durchgesetzt, obwohl es die Kernforderung der Arbeiter wegen war und. So, jetzt zeige ich euch noch eine allerletzte Folie und dann ist Schluss. Aber die muss ich jetzt zeigen. Ich zeige euch jetzt meine Transformationsfolie. Könnt ihr das sehen?
Genau, da steht Transformationsfolie. Ja? Und da steht drunter Verschiebung von Beziehungen. Ja? Und einer hat schon gesagt, Halma-Figuren, nee, ist Mensch, ärgere dich nicht, Figuren. Oben stehen Mensch, ärgere dich nicht, Figürchen, die verbunden sind auf dem Boden mit Pfeilen oder mit so Strichen. Ja? Das soll diese Beziehung zwischen den Menschen abstrakt in Individuen zeigen. Ja? Oben haben wir die konkurrierenden Beziehungen, da haben die Menschen eine kleine Zaun um sich rum. Ja. Das sind die, die nicht sehen, für wen produziere ich eigentlich, was ist eigentlich Gesellschaft, was machen wir hier eigentlich, sondern da ist jeder für sich. Unten, das sind die kooperierenden Menschen, die miteinander kooperieren, sind diese Zäune weg und dann ist dann in den Mundblase von den Menschen unten ist bla bla. Da stimmen sie sich nämlich ab, was produziert und konsumiert werden soll. Ja. Bist du wieder als Mikrofon? Ja. Soll ich den hinhalten? Jetzt ist schon vorbei. Zu spät. Genau. Das ist die Transformationsfolie und das wäre meines Erachtens nichts anderes als die Aufhebung des Privateigentums. Und so ist es gemeint. Und das war's.